schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Why You Red. Heute wieder mit drei Gästen. Ich stelle sie einmal ganz kurz vor. Wir haben einmal den Jamal Mala. Hallo Jamal. Hi. Oder Jumbo, ne? Ja, alle nennen mich Jumbo, ja genau. Dann Dominik Dörfel. Hallo Dominik. Und ja, Stammgast Manuel Bauer. Guten Abend. Guten Abend, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen entspannten Tag. Wir wollen heute ein ganz interessantes Thema besprechen. Unter anderem einmal Jamal, wo du erstmal, ja, wo du herkommst, wettkampftechnisch. Du hast die deutsche Meisterschaft gewonnen, hast den Gesamtsieg geholt. Da kannst du, glaube ich, gleich noch ganz ausführlich drauf eingehen. Und dann auch ja, eure Wettkampfplanung. Dominik ist bereits Profi bei der Elite Pro. Du bist noch Amateur. Ich weiß aber, du strebst mehr an und genau darum soll es gehen. Ich glaube, wir fangen erstmal an, Jamal. Was oder wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Wie lange machst du Wettkampfsport und wie ist es zu dem Start im letzten Jahr gekommen? Also, hallo erstmal. Und ja, wie ich zum Bodybuilding gekommen bin, ist eigentlich ganz leicht. In der Jugend hat mich mein Bruder dann geführt, eigentlich zum größten Teil Bodybuilding. So, der hat eigentlich schon trainiert gehabt und da habe ich schon bei dem so Ergebnisse gesehen und Muskeln und wollte dann halt immer auch so groß und stark werden. Und ja, habe ich mich auch dazu entschlossen, mich in ein Gym anzumelden, was neben mir aufgemacht hatte. Das war nicht weit entfernt, so 500 Meter. Da bin ich jeden Tag hingegangen und habe das Glück gehabt, direkt von Anfang an gut oder richtig trainieren zu können. Also ich habe von Anfang an auch direkt einen Fünfer-Split gemacht und versucht dann halt die Beine mitzumachen und alles Mögliche. Und ja, ich glaube, es hat gut funktioniert bis jetzt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, im letzten Jahr hat man gesehen, dass es funktioniert. Ich weiß, ich habe das so ein bisschen im Hinterkopf, du hast eine lange Wettkampfpause gemacht. Ich glaube, genau. Du warst eine Zeit lang verletzt. Mhm. Du hast ja, ich sag mal, viele wissen natürlich, oder viele haben jetzt deinen Namen schon mal gehört im Thema Deutsche Meisterschaft, aber du bist ja kein unbeschriebenes Blatt. Du hast früher schon mal Wettkämpfe gemacht, auch sehr erfolgreich. Genau, ich habe angefangen 2012, also ich habe mit 19 angefangen zu trainieren, das erste Mal, habe mich auch da in ein Fitnessstudio angemeldet und ja, habe dann direkt mit Anfang 21 meinen ersten Wettkampf gemacht, das war bei der NAC, da hatte ich die Qualifikation mitgemacht und dann auch direkt schon die deutsche Meisterschaft, die ich dann auch gewonnen habe in der Juniorenklasse, wie gesagt mit 21. Ja, und dann hatte ich so einen kleinen Aufbau sozusagen. Damals hatte ich 2012 86 Kilo. Habe dann so einen Aufbau gemacht bis 2014. Da bin ich das nächste Mal gestartet, dann auch bei dem DBRV. Und hatte da, glaube ich, 101 Kilo ungefähr. Ja. Und dann kam die Verletzung, ne? Genau. Den Wettkampf habe ich auch gemacht und die Deutsche habe ich auch mitgemacht. Und dann 2015 kam die Verletzung. Und das hat mich so alles ein bisschen rausgeworfen. Ja. Und da konnte ich nicht richtig trainieren und ja, es müsste laufen. Ne? Ich glaube, du hast dir das Schlüsselbein gebrochen, ne? Genau, richtig. Ich habe das Schlüsselbein gebrochen. Ja. Das kenne ich leider auch. Ich habe auch das Schlüsselbein gebrochen beim Motorradunfall und war dann 4 Jahre raus. Auch Wurzeln beim DBRV, Wurzeln beim NAC, sehr, sehr interessant. Dann kam der Entschluss für dich, wieder Wettkämpfe zu machen, aktiv zu machen und dich auf die Herbstsaison vorzubereiten, ne? Genau, richtig. Also ich wollte auf jeden Fall wieder durchstarten. Ich wollte schon eigentlich 2018 wieder starten, Ende 2018. Aber das war dann leider zu früh. Ich habe nicht genug Muskulatur wieder draufgepackt. Und jetzt sozusagen war ich 2019 auf den Stand, dass ich einfach nur wieder mein altes Ich sozusagen hatte und jetzt nicht übelst viel mehr Muskulatur. Weil so, ich hatte 2014 98 Kilogramm, 101 Kilogramm und 2019 sozusagen 4-5 Jahre später hatte ich dann knapp 99 Kilogramm auf der Bühne, also 2 Kilo weniger und von daher hatte ich gerade mal so meine Muskulatur zurück, sozusagen. Mhm. Ja. Vielleicht eine andere Qualität ein bisschen, ne? Du warst auf jeden Fall deutlich härter. Genau, ja. Wenn ich gesehen habe, wirklich sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall schon mal sehr interessant, damit die Leute so einen Einblick bekommen, wie lange du überhaupt schon Wettkämpfe machst, dass du da kein unbeschriebenes Blatt bist, das finde ich immer sehr wichtig, gerade im Social Media sehen natürlich immer viele nur das, was man aktuell macht, die letzten Wettkampfphasen, und gar nicht, was so davor eigentlich war. Und ja, Dominik, ich habe schon auf Instagram, im Livestream mit dir darüber gesprochen.
bei dir laufen die Planungen für die Herbstsaison, wenn ich es richtig sehe? Ich hoffe halt, dass die Wettkämpfe stattfinden. Das ist, also bei meinem Kopf hat die Planung schon angefangen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, immer. Wenn man da im Kopf eingestellt ist, jetzt will man unbedingt sich vorbereiten, dann ist es eigentlich egal, wann der Termin ist, man fängt einfach an. Manuel, wie siehst du das als Betreuer? Ja, letztendlich muss man es, es ist gut, wenn er so denkt. Ne? Letztendlich, ob was stattfindet, das weiß keiner von uns, aber wenn man einigermaßen Möglichkeiten hat zu trainieren, dann sollte man das ausnutzen und auf jeden Fall mal sich vorbereiten auf den Herbst. Ich meine, es ist jetzt noch keine richtige Diät, aber einfach versuchen, jetzt das Beste rauszuholen. Und wenn nicht, dann muss man das früher timen, aber das ist jetzt der richtige Weg, trotzdem fokussiert an die Sache ranzugehen. Vor allem, wie gesagt, wenn man natürlich einigermaßen die Möglichkeiten hat zu trainieren, wenn man natürlich zu Hause dann nur mit Gummibändern rumspielen kann, dann wird es natürlich schwierig. Ja, das ist das Thema Gummibänder ist immer schwierig. Ich meine, es ist, ich empfehle es auch jedem, es ist besser als nichts zu tun. Ja. Aber man muss wirklich ganz ehrlich sagen, Hand aufs Herz, für einen Bodybuilder, das ist einfach nicht das, was einer von uns machen möchte zu Hause. Das ist nicht das, was einen sportlich befriedigt. Ich würde es genauso machen wie Dominik, wenn ich die Möglichkeit hätte, voll zu trainieren, dass man schon diesen, im Gedankengang den Wettkampf anstrebt. Jamal, wie sieht es bei dir dieses Jahr aus? Geht es dieses Jahr noch auf die Bühne, wenn was stattfindet? Also wir setzen es mal einfach in den Raum. Also ich habe dieses Jahr komplett sowieso ausgeschlossen, weil ich einmal mal einen richtigen Aufbau machen wollte. Und von daher sieht es bei mir so aus, dass ich ganz normal weiter trainiere. Also ja. Und versuche, das Beste rauszuholen und dann nächstes Jahr halt ein bisschen schwerer zu kommen. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, du bist seit diesem Jahr auch beim neuen Betreuer, wenn ich das richtig mitbekommen habe, richtig? Genau, ich bin seit Anfang des Jahres bei Patrick Thur, ist mein Coach. Und da habe ich jetzt das erste Mal gelernt, so richtig sauber zu essen, auch im Aufbau sozusagen. Das fällt mir auch ganz schwer. Ich bekomme das Essen kaum rein, was sie mir aufgeschrieben hat. Ist eine Menge Kohlenhydrate. Und ja, ich versuche mich da jetzt so langsam dran ranzutasten und dann mal gucken, was da am Ende rauskommt. Das ist sehr, sehr interessant, dass du, Dominik hat auch eben schon gegrinst mit dem sauberen Essen. Wir haben es ja, ich glaube, im letzten Video haben wir es schon kurz besprochen, dass du auch gerne mal was ergänzt hast. Ich glaube, Manuel, du hast auch mal mit Patrick ein bisschen enger zusammengearbeitet, ne? Ja, wobei bei mir hat sich das natürlich ergeben in vielen Essen, weil ich natürlich in einem anderen Alter war. Also das ist klar, meistens in dem Alter jetzt wieder Jamal oder Dominik, da brauchen die Leute ganz andere Kalorienmengen. Ich habe mich mit Patrick die letzten Wochen vor dem Wettkampf eigentlich so viel ausgetauscht. Wir waren da in vielen Dingen eigentlich ähnlicher Meinung, das hat ganz gut funktioniert. Das war so ein gegenseitiges Austauschen und ja, du weißt es ja selbst, man lernt nie aus. Man guckt sich immer hier was ab, da was ab, probiert es an sich aus und dann sieht man letztendlich, was funktioniert oder halt auch nicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, für gerade dieses Thema, man lernt nie aus, wie Jamal jetzt auch sagt, anderer Coach und man bekommt eine andere Struktur, eine andere, ja, vielleicht auch eine andere Herangehensweise an die Offseason oder vielleicht auch später oder definitiv später auch in der Diät und man lernt einfach mal was Neues, was man macht, was anderes. Und Jamal, du hast eben gesagt, dieses Jahr schließt du erstmal aus, das ist deine Aufbauzeit. Genau. Wie soll es generell weitergehen? Wann sehen wir Jumbo wieder auf der Bühne? Also, ich werde das sowieso alles mit meinem Coach absprechen, weil ich habe auch mit denen am Anfang lange telefoniert. Ziel ist es bei mir jetzt nicht, einfach nur 5 Kilo Muskulatur aufzubauen, was auch schon sehr schwer ist, sondern ich muss versuchen, großen Bodybuilding sozusagen mitzuhalten. Weil ich hatte bis jetzt so beim letzten Wettkampf 98 Kilo und ich muss versuchen, mit normalerweise über 105, knapp 110 Kilo auf der Bühne zu stehen. Und von daher dauert es bei mir jetzt. Das muss auch nicht unbedingt nächstes Jahr sein. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Ende nächstes Jahr im Herbst zum Beispiel oder sagen wir auch übernächstes Jahr im Frühjahr, dann ist das halt so. Und da lege ich lieber Wert drauf, mithalten zu können, als ja, zum Beispiel nicht sofort mein Ziel erreichen zu können. Das ja, ist das, so, was ich denke. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, Manuel kann mir da zustimmen. Viele Athleten planen immer quasi in der aktuellen Diät schon die nächste Wettkampfsaison. Ich sage eigentlich immer, man muss die Wettkampfsaison planen, wenn man das Gefühl hat,
man hat die richtige Struktur, also die richtige Physik, um überhaupt erstmal in die Diät zu gehen. Wie Jamal sagt, wenn du nächstes Jahr sagst, okay, es reicht noch nicht, dann warte ich lieber ein Jahr. Sonst, ich sage immer so, dieses Pauschalstarten. Ich starte in jedem Herbst. Es gibt viele Athleten, die wirklich diverse Saisons hintereinander machen und ja leider immer relativ gleich aussehen, oder? Ja, ganz klar, wenn du musst immer sehen, wie läuft die Off-Season. Es gibt ja auch viele, ich konnte das nie verstehen, die, wie du sagst, die starten beispielsweise immer im Herbst, ne, jedes Jahr. Selbst wenn die dann in der Off-Season mal Probleme hatten, Verletzungen, sagen die, gut, ich konnte jetzt nicht ganz so trainieren, aber Herbst mache ich wieder mit, sage ich, was soll das bringen? Das Ziel sollte ja normal sein, sich zu verbessern. Was anderes ist natürlich, man hat so ein bestimmtes Level, ich sage jetzt mal wie beispielsweise damals ein Thomas Scheu oder so, ne, der natürlich sagt, er macht jedes Jahr die WM. Das sind aber Leute, die sind natürlich absolut irgendwann ausgereizt. Und dann ist natürlich auch klar, mal altersabhängig, wenn du ein bestimmtes Alter hast. Ich sage es mal blöd gesagt, da läuft irgendwann auch die Zeit davon. Ne? Da kannst du nicht sagen, ich warte jetzt mal wieder 2-3 Jahre, wie bei einem jungen Athleten, weil dann ist es irgendwann auch vorbei. Aber gerade jetzt, wie beim Jamal, wenn du natürlich sagst, okay, du willst eine Schippe drauflegen, was ja absolut Sinn macht, dann sollte man dem Körper auch die Zeit geben. Und er sagt das völlig richtig, da darf man sich nicht irgendwie unter Druck setzen, da muss man einfach sehen, wie läuft das nächste halbe Jahr, ja, und dann entscheidet man wieder, wenn man auf die Bühne geht. Ja. Das ist ganz genau. Wie hast du es gemacht? Wie machst du es? Eigentlich bei mir identisch. Ich habe auch immer mindestens 2 Wettkampfsaisons Pause gemacht zwischen der nächsten Diät. Also ich brauche das aber auch. Ich bin nach einer Diät schon immer ein bisschen ausgelaugt und da denke ich jetzt nicht über den nächsten Wettkampf nach. Da müssen erst ein paar Kilo drauf. Und wenn ich finde, das, wie du es sagst, man fühlt sich irgendwann soweit und dann fängt man an. Ja, das sehe ich halt auch immer. Man weiß nie, wie man in 6 Monaten aussieht, wie man gerade gesagt hat, wenn man eine Verletzung hat, nicht trainieren kann. Das weiß man heute nicht. Morgen verletzt man sich und man hat eigentlich schon den Wettkampf geplant. Da gibt es halt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was mich jetzt aber interessieren würde, Jamal, du bist jetzt beim BBRV Deutscher Meister, Gesamtsieger geworden. Wo soll die Reise hingehen? Bleibst du beim BBRV wie Dominik oder hast du andere Ziele? Ja, also das ist auch eine sehr schwere Frage eigentlich, weil... die Regeln haben sich jetzt, glaube ich, auch in Deutschland geändert. Ich glaube, man muss jetzt über Deutschland erstmal einen Wettkampf machen, um im Ausland einen Wettkampf machen zu dürfen. Und von daher, mich hat schon nie dieses Elite-Pro interessiert. Also da sind eine Menge gute Athleten, alles mögliche. Aber ich wollte schon immer Richtung, genau auch was der Dominik will, was er auch irgendwann mal in einem Video erwähnt hat, dass er genau das gleiche machen will wie Phil Heath oder ein Jay Cutler und das ist die IFBB Pro Card. Das ist, ich denke mal, von uns allen das Ziel und ja, das strebe ich an und werde dafür mein Bestes geben eigentlich und ja. Ja, wie gesagt, also falls jetzt Leute zuschauen, mit den Änderungen, früher war es so, dass du quasi als DBRV-Athlet, als NRC-Athlet oder jeglichem anderen Verband einfach zu einem Pro-Qualifier fahren konnte, also oder zu Arnold Classics Amateur. Man konnte da einfach hinfahren. Es wurde halt irgendwann geändert, dass es keine Qualifikation gab. Jeder konnte da hingehen. Adam Dew ist jetzt so das beste Beispiel. Sein erster Wettkampf war ein Pro-Qualifier, ist vorher gar nicht gestartet. Das funktioniert. Mittlerweile funktioniert es nicht mehr. Man muss vorher einmal quasi in seinem Land, wo man gemeldet ist, wo man wohnt, regional starten. Allerdings bei der NPC. Das bedeutet Dennis Wolf Classic zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, auch eine bayerische Meisterschaft von Bernhard Schubert. Ich bin der Meinung, es gibt noch eine dritte, die fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Baden-Württemberg, ja. Baden-Württemberg gibt es eine. Wie gesagt, eine auf den 3 Meisterschaften. Man muss da auch gar, soweit ich weiß, keine Platzierung einfahren. Man muss einfach teilnehmen, um sich somit zu qualifizieren, international zu starten. Das muss, glaube ich, auch jede Saison passieren. Einzige Ausnahme ist die Arnolds in Ohio. Weil es keine Qualifier, also kein Qualifier für den internationalen Qualifier gibt vor März. Da bekommt man dann so eine Wildcard, wenn man da starten möchte. Also auch ein kleiner Tipp an alle Athleten, vielleicht in Ohio zu starten. Das funktioniert auch. Jetzt hat Jamal es eben schon angesprochen. Er will zur NPC. Dominik, du bist bei der Elite Pro. Darf ich dazu noch was sagen? Natürlich. Mit? Ich finde es eigentlich sowieso besser, wenn man einen Wettkampf sozusagen Anlauf hat und man verbessert sich halt mal zum Beispiel vom Wettkampf zu Wettkampf und soweit das nicht so zeitlich so weit auseinander ist, jetzt zum Beispiel 6 oder 8 Wochen,
dann finde ich das umso besser, wenn ich mich zum Beispiel hier in Deutschland qualifizieren kann und sogar noch beweisen kann vor dem Publikum und alles Mögliche und dann sogar jetzt so zum Beispiel 2 Wochen später im Ausland meinen Qualifier mache. Und von daher passt das eigentlich. Ja, es ist halt eine gute Timing-Geschichte. Manuel, wie siehst du das mit dem Timing? Du hast es ja auch mitbekommen, sicherlich verfolgt. Die nationalen Wettkämpfe liegen ja teilweise sehr weit weg von den Pro-Qualifiern. Dass man quasi, ich glaube, die Dennis Wolf wäre im Mai gewesen, wenn dann Athleten jetzt zum Beispiel in Alicante im Juli starten wollen, ist das schon ganz schön problematisch, finde ich. Wie siehst du das generell für einen Athleten gesundheitlich? Oder würdest du sagen, man macht eine Frühjahrssaison national und eine Herbstsaison quasi international? Wie würdest du das handeln? Ja, das ist natürlich in der Tat schwierig. Klar, jeder Athlet will natürlich am liebsten zu jedem Wettkampf in Topform kommen. Das ist sowieso was du manchmal den Athleten ja einprägen musst, dass du sagst, pass auf, du hast ein Saison-Highlight, auf das muss man timen. Und dann muss man vielleicht auch mal bereit sein, zu einem Wettkampf zu fahren. In dem Fall jetzt, wenn es ein Athlet ist, der wirklich das Zeug hat, das muss man ja auch immer unterscheiden. Es gibt Leute, die machen einen Pro-Qualifier, wo man auch sagen muss, die haben eigentlich nicht das Zeug, da Profi zu werden, oder kann man davon ausgehen. Und dann gibt es natürlich andere Leute jetzt, beispielsweise beim Jamal, der da mit Sicherheit ganz weit vorne dabei sein kann. Der muss dann halt auch mal sagen, okay, irgend so eine Regionalmeisterschaft, da komme ich halt bloß mit 80% vor. Da geht es nicht darum, natürlich würde man, wie gesagt, am liebsten jeden Wettkampf gewinnen, aber das geht es nicht, weil, soweit ich weiß, das ist ja keine Quali, ne? Das ist nur, man muss teilnehmen. Ja. Da muss man einfach den Schwerpunkt setzen. Das wäre mit Sicherheit klüger, als zu sagen, okay, ich mache jetzt national eine Frühjahrssaison. Weil da muss man ja sagen, was kannst du national bei der MPC? Da gibt es ja keinen Titel zu gewinnen. Also das wird sich vielleicht dann mal ändern. Das ist ja geplant, dass die auch mal eine deutsche Meisterschaft machen. Ich glaube sogar, war eigentlich geplant für nächstes Jahr. Ja. Aber wenn jetzt jemand schon beispielsweise beim DBV Deutscher Meister gesamtsicher war, was ein ganz toller Titel ist, und will dann natürlich den nächsten Step gehen, in dem Fall Profi, warum soll er dann nochmal irgendwo jetzt Deutscher Meister werden? Dann setzt man wirklich den Schwerpunkt und sagt, okay, ich strebe jetzt die Profilaufbahn an. Aber dann, wie gesagt, muss man natürlich da Abstriche machen, was den ersten Wettkampf angeht. Du sagst das völlig richtig, das ist manchmal... Das ist gesundheitlich auch nicht einfach. Dann ist es nicht einfach, den Fokus in der Diät so lange zu halten. Manche tun sich da natürlich einfacher, aber für manche ist es einfach schwieriger. Es gibt Leute, die kannst du nicht 6 oder 8 Wochen in Form halten. Bei anderen ist es kein Problem. Aber letztendlich muss man dann einfach sagen, der erste Wettkampf ist einfach so ein Durchlauf. Und dann spart man sich einfach die paar Prozent auf, wo man dann weiß, okay, jetzt kommt es drauf an und da macht man dann Vollgas. Anders geht das nicht. Das ist halt immer der Nachteil, wenn die Wettkämpfe so lange auseinander liegen. Das können manche Leute gar nicht abschätzen. Die denken dann immer, ja, was sind denn da 4 oder 6 Wochen? Aber für einen Wettkampfathleten ist das eine extrem lange Zeit. Ja, sehe ich genauso. Es ist wirklich, ja, für Athleten, wie gesagt, manche Athleten haben wirklich absolut, wo man sagt, die können sofort auf den Pro-Qualifier fahren und platzieren sich gleich richtig gut oder gewinnen den Pro-Qualifier. Andere Athleten, ich finde es wirklich sehr gut, dass die NPC das macht mit den regionalen Meisterschaften. Einfach weil, wenn man sich als Athlet für die NPC entschieden hat, auch die Chance hat, überhaupt regional zu starten. Das finde ich sehr gut. Ja. Wie gesagt, beim DBFV sind die meisten ja, laut Papieren oder auch laut Reglement ja gesperrt, weil sie mal beim Pro-Qualifier waren oder bei einem anderen Verband ist man mehrjährig gesperrt, was ich sehr schade finde. Was du auch richtig gesagt hast, wenn man wirklich mehrere Wettkämpfe machen muss, lange in Form sein muss, um beim Pro-Qualifier dann zu gewinnen, wo man schon von ausgehen kann, dass man da wirklich vorne mit dabei ist, ist das halt für einen Athleten wirklich eine Tortur. Ich bin 2008 gestartet auf der Hamburger Meisterschaft. Da stand der Michael Kilifanios neben mir. Den kennst du sicher noch. Michael Lernos, ja. Und der ist 2009 Profi geworden und der sah 2008 schon aus wie ein Profi. Der war brutal, ja. Also, der war 60% in Form und hat jeden auf der Meisterschaft weggeputzt, auch auf der deutschen Meisterschaft. Der hat sich da einfach nur hingestellt, der musste nicht mal anspannen. Der musste von Griechenland nach Hamburg fliegen für eine Hamburger Meisterschaft, um sich zu qualifizieren für eine deutsche, um die WM-Quali zu machen und zur WM zu fliegen, um die Profikarte zu bekommen.
wo man dann wirklich sagt, ey, ist eine ganz schöne Tatur für einen Athleten. Und der sah wirklich da schon brutal aus. Der ja, brutal, ja. Sagt, ja, er ist ein Zweiter auf der WM geworden. Das heißt schon was. Und das ist halt immer wirklich eine Tortur. Aber, worauf wir hinaus wollten, Dominik, Elite-Depot, NPC, Jamal hat es gesagt, bei ihm geht es direkt zum NPC, ohne Umwege. Du hast, ich will nicht sagen, den Umweg genommen, aber du kostest auf jeden Fall die Elite-Pro aus. Ich bin auch überhaupt niemand, der sagt, die Elite-Pro ist irgendwas Schlechtes, Falsches. Wie gesagt, Jamal hat es auch gesagt, es gibt extrem viele gute Athleten bei der Elite-Pro. Es ist eine attraktive Liga für diverse Athleten. Ich habe auch mit Manuel schon mal drüber gesprochen. Aber du hast ja auch das Ziel NPC nachher, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin ja auch ein paar Jahre jünger noch, sage jetzt mal wieder Jamal. Und ja, ich habe Zeit. Ich habe da jetzt keinen Stress in der Hinsicht. Und bei der Elite Pro ist es jetzt auch so, dass da ein paar Athleten dabei sind, die schon bei Mr. Olympia dabei waren. Das heißt, das Niveau, das wird ja auch immer besser und immer stärker. Und ich glaube, also wenn jetzt im Herbst keine Wettkämpfe stattfinden und erst im Frühjahr wieder, dass das Niveau im Frühjahr von der Elite Pro auf alle Fälle auch sehr gut sein wird. Und ich glaube, das ist für mich einfach erstmal so ein geeigneter Zwischenstand. Wo stehe ich überhaupt? Und bevor ich dann in die große, weite Welt vom NPC gehe, sage ich mal, werde ich da einfach noch so meine Zeit verbringen, bis ich soweit bin oder mich so fühle, dass ich soweit bin. Weil für mich ist das immer ganz wichtig in der Vorbereitung, so der Ansporn, hey, was kann ich am Schluss erreichen? Und wenn ich jetzt beim NPC starte und mir vorstelle, ich würde jetzt zum Beispiel bei einer New York Pro starten, da weiß ich, da bin ich noch keiner, der wo da einen Top-10-Platz erreichen kann. Und wenn ich das nicht schaffen kann, macht das für mich so ein bisschen weniger Spaß einfach. Ich bin einfach so ein Athlet, der braucht so einen gewissen Erfolg auch dahinter in der Platzierung. Und ja, bis ich mir sicher bin, dass ich den habe bei der NPC, bleibe ich in der Elite Pro einfach. Weil da muss ich mich auch erstmal beweisen und das wird schwer genug, glaube ich. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist immer so das Thema. Das beste Beispiel ist eigentlich Thomas Scheu. Thomas Scheu hätte meines Wissens damals Profi werden können. Er hätte die Möglichkeit annehmen können, hat sich dagegen entschieden. Und man muss einfach sagen, es gibt Profis, die werden Profis und dann war es das eigentlich, weil die am Entwicklungslimit sind. Ich glaube, Manuel stimmt mir da auch zu. Und da ist es dann vielleicht sinnvoller, zum Beispiel in der Elite Pro zu bleiben und zu sagen, hey, hier kann ich Wettkämpfe machen, weil ich Wettkampfsportler bin, bevor man halt wirklich, man muss das ja auch mental verkraften, wenn man jetzt zur New York Pro jedes Jahr fährt und jedes Mal letzter wird, macht das Ganze ja auch keinen Spaß, ne? Genau so ist es. Also ich bin da so allgemein so ein Typ. Vielleicht auch, weil ich noch ein bisschen jünger bin, aber ich brauche da so ein bisschen einen Ego-Schub, in der Hinsicht ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt so die Diät anfange für den ersten Elite-Pro-Wettkampf, dann weiß ich, in meinem Kopf drin ist das Ziel, ich will den Wettkampf gewinnen. Das Ziel, das kann man bei der NPC nicht haben, wenn man einen klaren Verstand hat. Und wenn ich das Ziel habe, dann trainiere ich auch ganz anders. Also ich zumindest. Und das ist einfach für mich der, also spaßigste Weg, sage ich mal, weil es muss ja auch Spaß machen. Genau. Ja, da hast du recht. Ja. Manuel, da will ich mal ganz kurz dich zu befragen. Wie siehst du das generell? Du hast Profis betreut, Ronny Rockel ganz, ganz vorne mit dabei, Enrico Hoffmann, also wirklich Top-Profis. Und wir haben viele Nachwuchsprofis in Deutschland und du kennst das Niveau auf Profi-Level. Wie siehst du das generell? Siehst du wirklich viele in der NPC oder würdest du sagen, dass sich vielleicht ein, zwei Leute, ohne jetzt in irgendwelcher Form irgendwelche Leute zu benennen oder auch zukünftig, sich mit der Elite Pro vielleicht mit einem besseren oder ja, einen besseren Weg gewählt hätten? Ja, also ich bin absolut der Meinung, also was der Dominik gerade gesagt hat, du hast da gesagt, was hast du gesagt? Vielleicht siehst du das ein bisschen anders, weil du jünger bist. Ne? Kann sein. Ich finde, da bist du eigentlich eine Ausnahme, weil du eben jünger bist, weil die meisten sehen es andersrum. Ich finde sowas sehr gut zu sagen, ich brauche einfach noch in der IFBB Pro League und warum nicht in der Elite Pro sich da vielleicht mal einen Namen machen. Das wird halt immer von außen so schlecht gesprochen. Und ich finde einfach für die Entwicklung, du sagst es auch völlig richtig, dass man den Ehrgeiz behält, weil es gibt auch andere, die sind IFBB Profis, dann haben die erstmal den Profititel, ne, und machen aber ewig lange keinen Wettkampf. Ich finde sowas auch immer nicht gut. Man muss nicht jedes Jahr einen Wettkampf machen, aber es vergeht zum Teil Jahr um Jahr. Die Leute wissen teilweise überhaupt nicht, wo die stehen. Und die Elite Pro, das sind auch gute Leute, die werden auch noch besser werden, da bin ich mir sicher. Und dann sieht man schon. Und
jeder hat natürlich eine andere Auffassung vom Profi sein. Der eine sagt, ich will Profi werden und will aber auch ein erfolgreicher Profi sein. Der andere sagt, okay, ich will einfach meinen Traum leben, ich mache da ab und zu mal mit und dann sehe ich schon, was dabei rauskommt. Das handhabt jeder natürlich anders. Aber ich finde die Einstellung schon gut zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal in der Elite Pro, wie weit komme ich da? Bin ich da wirklich vorne dabei? Kann ich dann den Sprung wagen in die IFBB Pro League? Das ist mit Sicherheit ein sehr guter Weg. Und bei anderen ist es so, ich meine, du kannst ja Profis angucken. Ich habe so viele Profi-Wettkämpfe gesehen auch. Ich war mit Ronny damals unterwegs und da, ich weiß noch, wie ich in Spanien beispielsweise war, da waren Profis, da habe ich mir wirklich hinter der Bühne habe ich mich gefragt, was ist deren Intention, da zu starten? Die wissen von vornherein, sie machen keinerlei Stich bei diesem Wettkampf, nicht mal ansatzweise, warum tun sich die das an? Okay, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand seinen Traum leben soll, dann soll er das machen. Aber für mich persönlich wäre es nicht die Auffassung, warum ich sage, ich will Profi sein. Ich denke, jeder hat ja trotzdem einen gewissen Anspruch, will auch Erfolg haben mit dem, was er macht. Und da finde ich jetzt beispielsweise das, was der Dominik macht, gut. Um einfach zu sehen, wie gesagt, wo stehe ich? Du kannst dich, egal ob du jetzt zuerst mal in der Elite Pro bist, du entwickelst dich ja trotzdem weiter. Aber du wirst, sage ich mal, vielleicht nicht so ins kalte Wasser geschmissen. Er hat das Beispiel gesagt mit der New York Pro. Würde er da jetzt starten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Top 10 kommen würde, sehr gering. Und wenn er aber sagt, er startet in der Elite Pro, kann da vorne dabei sein, das ist ein Erfolgserlebnis. Ich finde auch immer, Erfolg macht hungrig. Das lässt dich auch weiter dranbleiben. Und wenn es dann soweit ist, dann kann man sagen, okay, und jetzt wechsle ich rüber in die IFBB Pro League. Aber das ist Ansichtssache. Also wie gesagt, meine Auffassung wäre die, ich will auch da erfolgreich sein. Ja, wie seht ihr beiden das, Jamal, Dominik? Also ich muss sagen, ja, allgemein das mit Erfolg, wo der Manu sagt, das ist bei mir eigentlich das Wichtigste. Ich habe damals angefangen, ich habe die fränkische Meisterschaft gemacht, habe die dann gewonnen gehabt, gleich beim ersten Mal. Dann war das Ziel, ich will die bayerische gewinnen, habe ich dann geschafft. Und dann war das Ziel, ich will die deutsche gewinnen. Und ich habe da 3 Anläufe gebraucht, bis ich es geschafft habe. Und nach der deutschen habe ich halt gesagt, okay, jetzt schaue ich mal so international, was es aussah bloß. Und das hat funktioniert. Und jetzt geht es der nächste Schritt, einfach mal einen kleinen Profi-Wettkampf zu machen. Und dann ist das für mich immer so das System, das ich von Anfang an eigentlich gehabt habe. Und bei der Elite Pro, da habe ich letztes Jahr auch die Weltmeisterschaft live vor Ort angeschaut. Und allein die Veranstaltung, ich will einfach sowas mal miterleben. Und das ist ja der höchste Wettkampf bei der Elite Pro, die WM. Und ich sehe es für mich realistisch, dass, wenn die Form stimmt, ich da im ersten Jahr vielleicht sogar schon dabei sein kann. Und das wäre so für mich ein Traum. Und da freue ich mich drauf und so arbeite ich da dann auch. Und bei mir ist das immer so mit... Ich kann nichts machen, wo ich weiß, das wird sehr schwierig. Ich brauche immer so eine Etappe, weil sonst ist das für mich zu weit weg irgendwie, dass ich mich groß motivieren kann irgendwie. Schwierig. Jamal, wie siehst du das? Also ich finde das, was Dominik sagt, auch richtig. Also das ist auch ungefähr meine Meinung. Aber also ich finde auch, das, was ich mache, was ich auch gerade eben gesagt habe, ich gebe mir ja nochmal Zeit, um aufzubauen und um nicht da direkt so reinzurutschen. Und so gesagt, ich mache ja den Pro-Qualifier mit und danach hätte ich mir sowieso nochmal Zeit gegeben, um nochmal etwas aufzubauen. Also ich will da nicht Wettkampf um Wettkampf machen, sondern mich versuchen, weiter zu formen und aufzubauen. Ja. Und Ich habe eigentlich bis jetzt noch keinen Wettkampf verloren, was das angeht. Und klar ist es das Ziel, immer erster Platz zu werden. Also ich finde, welcher Athlet geht zum Wettkampf und ich finde es auch so gesagt ein bisschen blöd, wenn zum Beispiel Athleten jedes Jahr starten, sogar im Frühjahr und im Herbst, und die machen meistens immer den 7. Platz, da den 8. Platz, da den 7. Platz. Und dann denke ich mir, wo ist da so die Motivation? Dann macht er zum Beispiel einen anderen Verband mit. Da ist das zum Beispiel so das Thema. Dann kann man zum Beispiel sagen, ey, mach da zum Beispiel beim NRC mit. Da kannst du zum Beispiel wirst du ein bisschen vorne platziert und so, da hat man ein bisschen mehr Fortschritte zum Beispiel. Aber so, ich gehe meinen Weg, indem ich versuche, das Maximale rauszuholen, in so kurze Zeit wie möglich. Und wie gesagt, ich gebe meinem Körper jetzt momentan ein bisschen Zeit, da jetzt sowieso die ganze Krise ist und da peile ich sowieso erst, so gesagt, wenn Ende nächstes Jahr an. Also das steht so bei mir an.
Also ich kann beides voll verstehen. Ich bin ja nun auch beim NPC gestartet. Mir persönlich fehlen halt so, das ist halt der Vorteil, der Vorteil ist echt bei der Elite Pro ganz stark. Man hat den Vorteil bei der Elite Pro, man kann mehr Wettkämpfe machen. Du hast quasi bei der NPC aktuell, lassen wir jetzt mal die nationalen Geschichten raus, eigentlich nur die Chance, du bereitest dich vor, machst einen Pro-Qualifier, gewinnst oder machst wieder einen Pro-Qualifier. Bei der Elite Pro hast du ein bisschen mehr. Es gibt ja da auch die Arnolds. Genau, das wäre zum Beispiel auch vielleicht ein Ziel von mir, Richtung die Arnold Classic mal mitzumachen. Das ist ja eigentlich von den Athleten mal das Ziel auch, wie Dominik letztes Mal gesagt hat, auch Arnold Schwarzenegger zu treffen. Das wäre natürlich der Hammer und dann muss man natürlich so einen Wettkampf mitmachen. Ne? Und das ist jetzt so gesagt nur ein Weg gewesen. Klar steht das jetzt nicht aus, dass ich irgendwann mal vielleicht beim Elite mitmache. Also das steht jetzt nicht aus so. Ja. Von daher. Ich würde es sowieso interessant finden, wenn die Verbände ein bisschen entspannter wären und man wirklich sagen könnte, hey, pass auf, ich bin in Form, ich habe meinen Pro-Qualifier jetzt nicht gewonnen, nächste Woche ist ein Wettkampf vom DBFV oder vom NAC oder Elite Pro oder und beim Elite Pro muss man erstmal Pro werden, aber dass man den dann noch mitmachen kann, dass alles so ein bisschen flexibler wird, um halt auch als Athlet, ich finde es halt auch wichtig, gerade wenn man jetzt sagt, wie Manuel auch gesagt, wenn man weiß, man wird keinen Pro-Qualifier gewinnen, man wird kein Profi werden oder man entscheidet sich halt dafür, kein Profi zu werden, dass man mindestens sagt, hey, ich mache Wettkampferfahrung und kann aber mich trotzdem gut platzieren. Ich meine, vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wie er im vollen Namen heißt, der Bless, der jetzt auch bei Redcon One ist, der hat ja irgendwie 3-mal die Arnolds gewonnen, weil er gesagt hat, er will wirklich richtig gut sein, sich richtig beweisen und hat dann 3-mal Gold geholt, bis er gesagt hat, er nimmt die Pro-Card an. So kann man das natürlich auch machen, das ist jetzt das Extrem. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es eben mitbekommen hast, Manu, du warst kurz raus. Wir hatten halt auch gesagt, es gibt wie Jamal den direkten, kurzen Weg. Deutsche Meisterschaft gewinnen, das ist so, ich sage immer, so ein bisschen oldschool. So habe ich es früher auch gelernt. Man gewinnt seine Regionale, man qualifiziert sich für die Deutsche und dann arbeitet man sich bei der Deutschen hoch und dann macht man irgendwann weiter. Und dann ist es. Früher gab es keine andere Möglichkeit. Genau. Ja, deswegen musste man es so machen. Das kommt noch hinzu. Ja. Jetzt wie Jamal es macht, ich kann das voll nachvollziehen, ich habe es ja genauso gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, in Anführungsstrichen, international zu starten. Ich probiere mich einfach mal am Pro-Qualifier, weil es halt nichts anderes gab. WM, EM ist für mich rausgefallen. Deswegen habe ich gedacht, fahre ich halt mal zum Pro-Qualifier, um halt einfach mal einen neuen Wettkampf zu machen. Loaded Cup gibt es leider auch nicht. Das finde ich sowieso sehr schade. Muss man mal an dieser Stelle sagen, es war einer der schönsten Wettkämpfe, die ich je mitgemacht habe. Manuel, du hast ihn sogar gewonnen. Ich glaube, du kannst bestätigen, genialer Wettkampf, was da veranstaltet worden ist. Ne? Ja, klar. Das ist halt internationales Flair. Da waren sehr gute Athleten immer. Vor internationalem Publikum ist immer toll. Und man muss ja auch sagen, es gibt Länder, da hat Bodybuilding, sage ich mal, bekommt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ich fand das in Dänemark Spitzenklasse. Da war die Stimmung und so weiter ganz anders, als das in Deutschland der Fall ist. Und darum geht es ja auch. Viele machen auch internationale Wettkämpfe, weil die mal was anderes sehen wollen. Ne? Du hast es jetzt angesprochen, früher war der klassische Weg, DBFV, vor allem die ja Profis werden wollten, und das ist ja einfach der große Unterschied. Die Profis werden wollten, die mussten den Weg ja gehen über den DBFV. Und das ist ja das Krasse, heutzutage ist es ja genau umgekehrt der Fall. Also ich rede von der IFBB-Profis. Ne? Ronny Rogge beispielsweise war ein bombenerfolgreicher Naba-Athlet, der ist dann nur zum DBV gekommen, weil er IFBB-Profi werden wollte. Und das wissen die meisten gar nicht mehr. Also es ist so, die Leute mussten diesen Weg gehen. Und heutzutage, wenn natürlich jemand sagt, okay, ich will Profi werden, ja gut, dann muss er natürlich nicht, warum soll er dann unbedingt deutscher Meister werden? Zumal man auch sagen muss, dass die Leute oder beim DBV bist du in einer gewissen Art und Weise einfach gefangen. Du kannst nicht starten, wo du willst. Das ist das, was ich schon oft denen vorgeworfen habe. Nicht speziell den DBFV, weil die entscheiden das nicht. Letztendlich geht es, die Order kommt von woanders. Aber das ist halt der Hauptvorteil für die Leute, die jetzt sagen, sie starten bei NPC, die können dann NABA machen, NAC. Letztendlich sind wir alles Amateursportler.
Und da, du hast es völlig richtig gesagt, du hast jetzt vielleicht einen Wettkampf gemacht, das hat nicht geklappt, dann kannst du vielleicht noch einen anderen Wettkampf mitmachen. Und das ist halt beim DBV nicht möglich, dann wirst du gesperrt. Ja, okay, dann muss man irgendwann natürlich nicht wundern, wenn die Leute davon laufen, das ist ganz klar, weil die Leute wollen auch international starten. Jetzt mit den vielen Pro-Qualifiern haben die Leute natürlich Möglichkeiten. Natürlich ist es schön, wenn wir Top-Athleten, die wir in Deutschland ja zweifelsohne haben, wenn wir die in Deutschland auf der Bühne sehen, keine Frage, das ist natürlich super. Aber es ist halt für diejenigen, die Profi werden wollen, kein Muss mehr. Das ist einfach der Unterschied. Das ist wahr. Damit, ich habe immer so gesagt, damit schrumpft sich der DBV auch selber ein bisschen. Ja. Weil, jetzt ist direkte Frage an Jamal, würdest du jetzt wieder nochmal bei der DBV starten? Nein. Das ist so, für dich ist da, du hast den Deutschen Meister gewonnen. Das quasi, das ist jetzt erledigt, der Haken ist dran. Und jetzt ist das Nationale da eigentlich abgehakt. Und ja, früher gab es die Elite Pro noch nicht. Es gab einfach nur diesen einen Weg, ne? Genau, und das Ding ist, ich bin ja noch nie also international gestartet. Von daher muss ich das mal ausprobieren und gucken, wie es ist, um mich da ein bisschen anzutasten. Ne? Ja, also wie gesagt, Manuel hat es ja schon gesagt, vor internationalem Publikum, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, das macht definitiv Spaß, so dieses ganze Wettkampf-Flair. Dominik, du hast auch gesagt, die WM letztes Jahr, das hast du letztes Mal schon gesagt, das hat dich ein bisschen geprägt, so vom Flair, ne? Total. Und auch der Wettkampf, wo ich gestartet bin in Griechenland, das war auch so einfach. Das ist ein anderes Land. Du hängst noch 3 Tage dran, machst Urlaub. Du freust dich auf das Ding ganz anders. Das ist, wenn ich da jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, waren das so die eigentlich die schönsten Wochen überhaupt. So die Wettkampfzeit. Wenn du da auf Wettkämpfe bist, wegfliegst und das ist einfach was anderes, wie wenn du jetzt mit dem Auto zur Bayerischen nach Augsburg fährst und da dann wieder nach Hause fährst. Das ist einfach komplett was anderes. Da fängst du am Tag zuvor schon an mit der Waage. Und ist alles viel strukturierter und größer und ja, mehr Beachtung einfach. Auch in Tschechien war ich auf einem Elite-Pro-Wettkampf. Da wurde auch der Sport einfach auch, wie der Manu schon gesagt hat, viel mehr geschätzt. Und wenn man dann auf der Straße geht, kommen die Leute, hey, was machst du, Ding. Und das ist einfach das Coole und das macht Spaß. Ja, das sehe ich genauso. Wobei, du hast gerade gesagt, wenn man nach Augsburg fährt, irgendwie ist es ja doch cool, wenn man mal wieder auf eine deutsche Meisterschaft fährt. Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Weil man sieht wirklich viele Leute, ich glaube, Manu kann da auch zustimmen. Man kennt da wirklich so viele Gesichter und man trifft sich da immer wieder. Also das Bankett auf der Deutschen, das habe ich nie ausgelassen. Das ist schon, finde ich, so, es gehört dazu, ne? Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Nee, ja. Also ich mag es auch immer, auch zu den ganz kleinen Regionalmeisterschaften, jetzt zum Beispiel die Bayerische oder so. Ich fahre eigentlich immer hin, weil da sieht man Leute, die sieht man das ganze Jahr nicht und es macht schon Spaß. Ja. Aber ich sehe es auch so, dass man national, was Manu gesagt hat, national die guten Athleten, ja, jetzt ist es durch den NPC ein bisschen erzwungen, dass man diesen Qualifier machen muss. Ich hoffe, dass wir die Athleten trotzdem in guter Form sehen und nicht wirklich einfach nur den Haken dran setzen, ich war da, sondern wirklich, dass sie auch in guter Form kommen, dass man wirklich, ich finde es immer, es ist eine gute Chance für einen Athleten, sich auch national nochmal zu präsentieren, bevor man in die Profiliga wechselt, weil in Deutschland, ja, Profi-Wettkämpfe wissen wir leider selber. Da ist ja die Dennis James, da sind nicht alle Klassen dabei. Sonst ist hier einfach nichts. Wir haben einfach keinen Wettkampf, wo wir sagen, jetzt, wir haben die 212er da, wir haben die große Klasse da. Das fehlt in Deutschland leider. Und dann sind die deutschen Profis, das beste Beispiel wäre ja dieses Frühjahr gewesen. Wir hatten wirklich mit Roman Fritz, Adolf Burkhardt, Kevin Gebhardt, Steve Bentin, Enrico Hoffmann, Mike Sommerfeld, den habe ich vergessen. Paul Polocek. 7 deutsche Athleten, die sich alle in Topform bringen und alle nicht vor deutschem Publikum. Das ist natürlich schade. Ne? Also finde ich auf jeden Fall schade. Ja, das ist genau das, was ich sage. Das ist natürlich, man würde natürlich am liebsten die Deutschen auch mal in Deutschland starten sehen. Das ist ja ganz klar. Das ist ja in jedem Sport so. Ja. Das sind für viele trotzdem Idole oder die will man natürlich gerne hier sehen. Darum finde ich diese Regelung auch von der NPC wirklich gut, dass man die Top-Leute, die wir jetzt haben, die Profi werden wollen oder auch mal Profi werden dann, dass die nochmal in Deutschland auch starten. Das finde ich schon gut und dass man die dann auch hier vor Ort sieht. Okay, wir haben bisher nur diese Dennis James gehabt, das direkten Pro-Qualifier. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, die Leute
wie jetzt der Jamal oder der Erdem zum Beispiel, die müssen dann auch mal bei einer Regionalmeisterschaft starten, dann ist klar, dann ist das auch natürlich eine Aufwertung für so eine Regionalmeisterschaft, ganz klar. Natürlich, das Problem hast du aber immer, da wird es dann natürlich wieder ein paar andere Athleten geben, die sagen, ja, wenn so jemand startet, der nimmt mir dann den Platz weg bei einer Regionalmeisterschaft, so nach dem Motto. Aber das, so darf man nicht denken, ja, das hast du schon immer gehabt. Das war früher beim DBFV auch so, wenn dann Leute gestartet sind bei einer Deutschen, die schon, hat es auch schon gegeben, Weltmeister waren oder so. Na, aber das ist halt nun mal so, da musst du dich mit den Besten messen. Genau so. Das wertet natürlich eine Meisterschaft einfach auf, ganz klar. Ja, wie gesagt, auch fürs Publikum, wenn da mal ein richtig guter Athlet um die Ecke kommt, das ist schon cool. Das sieht man halt auch wirklich selten. Wie gesagt, ich finde es auch gut. Jamal, wir wissen, also du weißt noch nicht, wann es das nächste Mal auf die Bühne geht. Angepeilt ist 2021 Herbst? Genau, richtig, so ungefähr. Damit wir da schon mal so ein bisschen was preisgeben. Was ich noch zum Thema eben sagen wollte, ja? Also was den DBRV angeht, und zwar, ich werde den gleichen Weg immer wieder gehen. Also das hat mega Spaß gemacht. In Bochum, die deutsche Meisterschaft, ich habe die jetzt schon 2014 mitgemacht und dann auch jetzt Ende letztes Jahres. Und das hat so Spaß gemacht. Der Dominik, der war dabei, der hat mich die letzten 2 Wochen mit dem Karin vorbereitet und mir dann noch ein bisschen geholfen. Und von daher, das hat so einen Spaß gemacht und ich werde das immer wieder machen. Das war eine tolle Erfahrung und von daher, ja. Und ich finde das deutsche Publikum auch, das ist der Wahnsinn, weißt du. Ja. Das war einfach mega. es ist was anderes, wenn wirklich eine volle Meisterschaft da ist und das Publikum da ist. Viele der deutschen Top-Athleten, so wie du, sind mittlerweile sehr, sehr bekannt. Und Dominik auch. Vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Elite-Wettkampf, Elite-Pro-Wettkampf in Deutschland. Ich glaube, aktuell ist viel in Spanien, ne? Spanien, Griechenland, da Tschechien. Aber eigentlich alles relativ gut erreichbar, sage ich mal. Ja, gerade Tschechien ist ja wirklich für die meisten sehr gut erreichbar. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei euch beiden passiert. Dominik, ich drücke dir die Daumen, dass es mit dem Herbst klappt. Allen Athleten da draußen drücke ich die Daumen, dass die Wettkampfsaison nicht ganz abgeschrieben ist. Ich weiß, es ist ja nicht ganz realistisch, dass dieses Jahr noch was stattfindet. Aber ein bisschen positive Hoffnung. Und wie gesagt, wenn wir halt alle nicht starten können, können wir die Zeit alle zum Aufbau nutzen, um besser zu werden. Wie Jamal das schon gesagt hat, das ist auch, finde ich, der absolut richtige Weg. Man verliert keine Zeit, sondern man gewinnt nur und wird einfach mit der Zeit besser. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Also, ich finde es schade, dass die ganzen Leute zum Beispiel, die sich schon angefangen haben vorzubereiten und die jetzt zum Beispiel mitten in der Diät waren, nach weiß ich nicht, vielleicht andere machen ja zum Beispiel 5 Monate Diät oder manche machen nur 3 Monate Diät, aber manche haben schon zum Beispiel 2 Monate drin gesteckt, wie jetzt ein guter Freund von mir, der auch starten wollte. Und ja, das finde ich halt blöd, aber was soll man halt machen? Das hat man nicht vorausgesehen und so ist es jetzt leider. Und da müssen die Leute die Zeit nutzen, um jetzt wieder sauber, so gesagt, in den Aufbau zu gehen und sich dabei so einen Vorteil zu verschaffen, dadurch, dass sie angefangen haben, eine Diät zu machen, finde ich. Und jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und nur weil man vielleicht nicht mehr so wie vorher trainieren kann oder so, kann man immer noch zu 100% sein Essen reinkriegen, finde ich. Ja. Genau, das ist eine ganz wichtige Sache. Man darf den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, weitermachen. Bodybuilding findet nicht nur auf dem Wettkampf statt, sondern auch zu Hause. Genau. Für die Leute, die da draußen trainieren können, für die, die jetzt zu Hause trainieren. Positives Mindset und weitermachen. Ja, ich danke auf euch auf jeden Fall für den Talk heute Abend. Sehr cool wieder. Auch mal sehr informativ, einfach mal nur über Perspektiven von Athleten zu sprechen, was kommt, auf was wir uns freuen können. Und auch gerade dieses Wettkampfthema fand ich sehr interessant, Manuel. Auch für die Perspektive, wie man das auch als Betreuer, wie du es als Betreuer siehst, aus Athletensicht quasi, als Betreuersicht, mit den langen Pausen zwischen den Wettkämpfen und auch was die Form angeht, dass man vielleicht nicht immer auf jedem Wettkampf 100% geben kann, dass man da einfach realistisch ist. Gerade ja, das ist bei vielen, ich meine, das weiß man selbst auch. Ich hab das selbst schon gehabt. Ich habe mal, ich glaube, 4 oder 5 Wettkämpfe innerhalb von 5 Wochen gehabt. Und da merkst du dann, da lernst du dann auch wieder draus, weil du siehst, du kannst nicht immer 100% bringen. Ne? Und da muss man einfach ganz klar, muss man sich ein Highlight setzen. Ich finde es aber auch immer wichtig, das hat der Jamal richtig gesagt,
Ich würde auch nie einem Athleten raten, oder hätte ich selbst auch nie gemacht, dass man sagt, man bereitet sich auf einen Höhepunkt vor und hat vorher keinen Wettkampf. Ich finde mal, ein Wettkampf ist wichtig zum Reinkommen. Du kannst trotzdem mal Dinge ausprobieren, weil Fakt ist auch, eine Diät läuft nie wie die andere und es ist gut, wenn man dann mal Dinge ausprobiert. Vor allem, wenn du vielleicht mal länger Pause gemacht hast, dann bekommst du wieder Routine beim Posen. Du kannst immer nach jedem Wettkampf findest du Dinge, die du an dir verbesserst. Da sagst du, hast in der Pose nicht optimal gestanden. Und das ist natürlich was, das kannst du beim nächsten Wettkampf dann abstellen oder verbessern. Ja. Oder sei es jetzt natürlich auch in der letzten Woche vor dem Wettkampf, je nachdem, wie man vorgeht. Also das ist schon gut. Das ist natürlich auch das Tolle, dass wir inzwischen so viele Meisterschaften haben. Das muss man auch sagen. Und dass wir eigentlich auch nicht mehr so die klassische, wie früher Herbstsaison haben. Das gibt es in dem Sinn ja nicht mehr, ne? Sondern wir haben ja fast das ganze Jahr durch Wettkämpfe. Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, muss man sagen. Auch wenn vieles natürlich ein bisschen undurchsichtig geworden ist mit den ganzen Klassen und so weiter. Das kann man natürlich so und so sehen. Aber generell ist es natürlich gut. Mit diesen ganzen Wettkämpfen, dann kann sich jeder das raussuchen oder eine Zeit, die einfach für jemanden perfekt ist. Das ist mit Sicherheit eine tolle Entwicklung. Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Wie gesagt, gerade dieses Ding, dass es wirklich so viele Wettkämpfe gibt und dass man eigentlich, ich sag mal, im März den ersten Wettkampf mit der Arnolds macht und im Dezember ist, glaube ich, der letzte Wettkampf. Man kann wirklich lange starten vor Athleten, die lange wirklich die Form konservieren können. Ist das eine super, super Sache, um wirklich viel Spaß an Wettkämpfen zu haben. Ne? Und auch für alle, die gerne Wettkämpfe zugucken, es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwo einen Wettkampf zu sehen. Ne? Nicht immer national, aber auch vor allen Dingen international. Ne? Ja. Wer wollte zuerst? Manu, ich finde es halt auch cool einfach, wenn man jetzt sagt, man macht drei Wettkämpfe, fliegt dreimal irgendwo hin, macht dann dreimal einen Kurzurlaub zum Beispiel, zwei, drei Tage so, da spart man sich so den Urlaub außenrum und kann sich im Endeffekt noch mehr auf den Sport konzentrieren, weil ich bin sowieso einer, ich finde immer so Urlaub, eine Woche oder zwei, ist so vergeudete Zeit bei mir immer. Und wenn ich so an die Wettkämpfe dranhänge, mache ich es gern und kann es richtig genießen. Das ist auch so ein cooler Punkt von vielen Wettkämpfen. Ja, dann müsstest du es so machen, so mache ich es auch, wie der Jamal, der einfach mal Trainingsurlaub in Kuwait macht, das war, glaube ich, die beste Wahl, ne? Oder, Jamal? Ja, das muss ich wiederholen. Das müssen wir jetzt auch noch gut, ja. Wie war es für dich in dem Gym? Wie läuft es da ab? Wie ist es da? Also von der Atmosphäre ist das mega geil, das ist riesengroß und von der Geräteauswahl her, du hast so viel Auswahl an Geräten, an verschiedenen Herstellern, an verschiedenen Winkeln und das ist der Hammer. Das Personal wischt hinter dir her und du brauchst nichts zu machen. Wenn du schwere Beinpresse machst, stehen da zwei Leute, die dir die Gewichte abheben, die Gewichte wieder drauf tun. Und ja, das ist der Hammer. Also wenn es sowas hier in Deutschland geben würde, also sowas muss man hier in Deutschland erfinden, so machen, dann derjenige hat ein gutes Leben. Ja, da müsste man mal die Bilanz von dem Studio sehen, ob die wirklich Plus machen. Oder ob das wirklich aus dem Sport ist, ne? Ja, ne, und von der Atmosphäre da total, da laufen auch andere gute Leute rum und Profis und alles Mögliche und da kann man richtig gut trainieren, auf jeden Fall. Also die Leute, die Bodybuilding begeistert sind, die sollten sich das mal anschauen und da mal rüberfliegen, wenn die ganze Krise natürlich vorbei ist und sich selber mal ein Bild draus davon machen, ja. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein Ort, wo man mal eine Teamreise hinmachen könnte. Genau, ja. Das wäre cool. Nee, sehr cool. Ja, mal interessant, was das kostet, der Flug. Was kostet der Flug nach Kuwait? Boah, das ist jetzt um die 400 Euro ungefähr. Denke ich, kostet der Flug hin und zurück. Studio? Genau, also das Trainieren im Studio war, glaube ich, für eine ganze Woche 60 Euro. Und das fand ich vollkommen okay. Das ist Bombe, das ist gut. Also für drei Monate kostet das da $450 und das finde ich auch vollkommen okay. Also wenn man so ein Studio trainieren darf mit Wellness, mit alles drin und dran. Also da ist ein Guest-Store drin, da ist ein Supplement-Shop drin, da ist alles drin. Ja. Das ist echt genial. Was ist das Geheimnis?
Das ist das Geheimnis, was die Leute immer denken. Was machen die im Oxygen-Gym anders? Genau, und da gibt es nicht irgendein Zaubermittel oder ein Fass, genau, wo die dich reinwerfen. Da gibt es einfach nur Zeit und Essen. So ist es. Du hast Zeit für dich selber, du kannst trainieren, du kannst essen, du kannst schlafen und dann kannst du das Gleiche wiederholen. Und das war's, mehr gibt es noch nicht. Also es ist kein Geheimtrick. Nein, genau das sagst du richtig. Du, die Leute können sich zu 100% auf Bodybuilding konzentrieren, ne? Und genau deswegen profitieren diese Leute, die das vorher nicht so gemacht haben, die profitieren dann natürlich, wenn die dann eine komplette Vorbereitung mal 3 Monate in Kuwait machen. Und diejenigen, die das auch zu Hause schon immer perfekt konnten, die werden auch im Oxygen nicht das Mutieren anfangen. So ist es einfach. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich sehr cool. Ja, so, kommen wir zum Ende. Ich danke euch für diesen Talk. Ich hoffe da draußen an alle, euch hat es heute wieder gefallen. Kommentare, Anregungen wie immer und das Video. Und abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Es kommen noch öfter solche Videos, noch viel öfter. Das kann ich schon mal verraten. In diesem Sinne melde ich mich ab. Leute, ich danke euch für diesen Talk. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis bald. Wir sehen uns, ja. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.